volles Haus oder besser gesagt voller Platz bei der 7. Auflage des AOK-Jugendtrainingstages. Wenige Tage nachdem die besten Fußballer Europas ihre EM beendet hatten, war es an den Kleinen, sich zu beweisen. Der FC Hansa und die AOK Nordost hatten gerufen und der Nachwuchs kam wieder einmal in Scharen. Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Sportbewegung gehört zum Leben dazu und gerade bei den jungen Mädchen, das macht einfach Spaß zuzuschauen. Die können hier sich bewegen, Spaß haben und Fußball ist eben eine Mannschaftssportart und da hat man Spaß. Sehr schön. Erlaubt ist, was sich bewährt hat. So hätte es aussehen können, das inoffizielle Motto des 7. AOK-Jugendtrainingstages. Der Erfolg gab der Gesundheitskasse recht. Mit 240 Anmeldungen konnte in diesem Jahr ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt werden. Unter Anleitung der Trainer der Nachwuchsakademie des FC Hansa Rostock durchliefen Mädchen und Jungen den ganzen Tag verschiedenste Fußballstationen. Man nimmt die Faktoren Sport und Spaß, addiert sie mit dem populärsten Verein des Landes. Fertig ist das Erfolgskonzept. Und das hat sich auch weit über die Grenzen Rostocks herumgesprochen. Ich habe in der ersten Gruppe jemanden aus Jena gehabt. Die haben das dann hier ein bisschen verknüpft mit einer Urlaubsreise am Wochenende. Dann kommen natürlich auch die städtischen Kinder dazu. Das ist ganz unterschiedlich. Also der eine oder andere hat noch gar nicht gekickt. Bei ein, zwei sieht man schon richtig, was sie drauf haben, dass sie auch im Verein spielen. Und das ist ganz unterschiedlich. Also der eine oder andere ist auch überrascht, ne? Je nachdem, wie die Trainingsform aussieht. Die haben die Sachen dann noch nicht so gemacht. Ein, zwei haben schon ein bisschen was drauf. Also das ist richtig gut. Ah, das war gut. Der Höhepunkt des Jugendtrainingstages, der Besuch der Profimannschaft. Noch vor dem Mittag mischten sich Spieler und Trainer der Kogge unter die jungen Teilnehmer. Verteilt über die Stationen gaben sie Tipps, vermittelten Geheimnisse und gewährten Einblicke in das Leben eines Fußballprofis. Kein Autogramm und kein Fotowunsch, der nicht erfüllt wurde. Dass der FC Hansa ein Verein zum Anfassen ist, auch dafür war der 7. AOK-Jugendtrainingstag ein erneuter Beleg. Egal ob Cheftrainer, Spieler, Kinder oder Zuschauer, die Verknüpfung von Sport, Spaß und Stars fand breite Zustimmung. Klar, es ist immer was Besonderes, wenn man hier auf dem Hansa-Gelände natürlich und mit Hansa-Trainern trainieren darf und ein paar Tipps auch abholen darf und ja. Schöne Sache hier. Ich glaube, das ist für die Jungs und für die Mädels eine ganz, ganz tolle Sache ist, dass die hier mit viel Spaß, mit viel Freude dabei sind. Und ja, wenn wir dann auch da sind, so ein bisschen zum Anfassen halt, ein paar Autogramme, ein paar Fotos und so, da weiß ich, hat man sich früher als kleines Kind immer drüber gefreut. Und von daher machen wir das als Mannschaft natürlich auch sehr gerne. Neben dem Autogrammeschreiben nutzte Christian Brandt den Tag, um als Nachwuchsscout aktiv zu werden. Egal ob sportliche oder gastronomische Begabung, dem Cheftrainer des FC Hansa blieb kein Talent verborgen. Ich habe schon 8 auf meine Liste geschrieben, 7 kommen in die engere Auswahl, der andere ist zum Bratwurstmachen da. Für den Nachwuchs von heute Normalität, für die Jugend von gestern eine Neuheit. Zu meiner Jugendzeit gab es das nicht. Raus, Fußball spielen und der Beste kommt durch. Ich kann das nicht. Ich habe ja erst relativ spät mit Fußball angefangen und an Ribnitz sowas gab es nicht. Aber seitdem ich bei Hansa bin und in der Jugend bin, habe ich sowas öfters erlebt hier. Und ja, wie man sieht, es heiß begehrt hier und eine schöne Sache. Ich kenne es eigentlich eher weniger, weil ich gebürtig auch vom Dorf komme. Und da war das nicht so mit vielen Sponsoren und alles. Das da so ein großes Treffen. Aber ich bin ja auch erst dann in der A-Jugend nach Laudern gegangen, zu ein bisschen größeren Verein. Und von daher ist es ja eigentlich relativ neu für mich, aber ich finde es eine recht coole Sache hier. Am Ende des AOK-Jugendtrainingstages konnte nur ein Ergebnis unter dem Strich stehen. Ein Erfolg auf ganzer Linie. Und somit ist schon jetzt klar, dass es auch im nächsten Jahr eine 8. Auflage des AOK-Jugendtrainingstages geben wird.